Wird das Mammut schon bald wiederbelebt? Forschungsteams tüfteln schon länger daran, Science-Fiction-Drehbücher zur Realität werden zu lassen. Und sie sind tatsächlich optimistisch, dass sie bereits in naher Zukunft ausgestorbene Tiere wie etwa das Mammut wieder zum Leben erwecken können. Und das könnte wiederum eines unserer größten Probleme derzeit lösen, den Klimawandel verlangsamen. Wie man genau das Mammut von den Toten wiedererwecken will und alle weiteren Infos zu diesem atemberaubenden Plan jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es geht um Mammuts, Moas, Wandertauben und den Magenbrüterfrosch. Das sind einige der Tierarten, die längst ausgestorben sind, die aber demnächst vielleicht wieder auf der Erde leben könnten. Zumindest wenn es nach dem Plan der sogenannten De-Extinction-Bewegung geht. Grob übersetzt sind das die Leute, die sich um die Wiederbelebung ausgestorbener Tierarten kümmern. Der Genetiker George Church ist daran beteiligt und forscht an der renommierten Harvard University in Boston. Manche bezeichnen ihn als den Einstein unserer Zeit. Sein Plan? Er will ein Embryo entwickeln, das halb Elefant und halb Wollhaar-Mammut ist. Und das in naher Zukunft, das hat er im Februar diesen Jahres auf einer wichtigen Wissenschaftskonferenz der American Association for the Advancement of Science, AAAS oder AAAS in Boston verkündet. Beide Tiere kennen wir, Elefanten aus dem Zoo oder einer Safari und das Wollhaar-Mammut aus dem Museum. Groß wie der heutige Steppenelefant aus Afrika, aber deutlich kräftiger. Stoßzähne, die nach oben zeigen und ein langes, zotteliges Fell. Seit 4000 Jahren etwa ausgestorben, doch bald sollen sie wieder durch die Tundra trampeln und dabei vielleicht sogar den Klimawandel stoppen. What? Also von vorne. Forschungsteams weltweit arbeiten schon seit Jahrzehnten daran, längst ausgestorbene Tiere von den Toten zu erwecken. Dr. Frankenstein quasi mit verschwundenen Tieren. Vor rund 14 Jahren hatten sie Zellkerne aus dem letzten Exemplar der ausgestorbenen Pyrenäensteinböcke entnommen und diese in Ziegen eingesetzt. Und das Ganze war wirklich vielversprechend. Im Sommer 2003 kam ein Steinböcklein zur Welt und lebte. Allerdings nur für kurze Zeit, nach wenigen Minuten erstickte es. Zurück zum Mammutprojekt. Forschungsteams hatten es tatsächlich relativ einfach, das Erbgut von Mammuts zu entschlüsseln, denn im Permafrost der Tundra gab es ziemlich gut erhaltene Mammutüberreste zu finden. Das Genom des prähistorischen Mammuts wurde also sequenziert, doch das Problem hierbei, das Erbgut zu entschlüsseln, heißt eben noch lange nicht zu wissen, an welcher Position welcher Genbaustein liegt. Doch die sogenannte CRISPR-Methode, ein genetisches Werkzeug, über das wir hier ja schon öfter berichtet haben, die hilft da enorm weiter. Mit dieser Technik lassen sich Gene gezielt ausschneiden, verändern und auch wieder in fremdes Erbgut einsetzen. Der Molekularbiologe Church hat nach eigenen Angaben seit 2015 mehr als 45 Mammut-Genstücke in das Erbgut des asiatischen Elefanten eingesetzt. Das ist der nächste noch lebende Verwandte des Wollhaar-Mammuts. Ganz wichtig, dieser Prozess ist nicht gleichzusetzen mit dem Klonen, wie es etwa im Film Jurassic Park der Fall ist. Falls irgendwann tatsächlich also eine Art Mammophant zum Leben erweckt werden würde, hätte es auch schon eine Heimat. Im Nordosten Sibiriens hat ein Team aus Ökologen und Ökologinnen die Tundra zurück in die Eiszeit gebeamt. Auf einer Grassteppe leben bereits große Pflanzenfresser wie Wisente und Rentiere. Das sogenannte Woolly Mammoth Project verspricht sich von diesem Plan Großes. Denn die dann ausgewilderten Mammuts könnten tatsächlich helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Manche von euch wissen vielleicht, dass im Permafrost der sibirischen Steppen gigantische Mengen an Kohlenstoff eingeschlossen sind. Und durch die Erwärmung der Erde kommen wir immer näher an den Punkt, an dem der Permafrost taut. Und genau das will das Projekt verhindern, denn dann würde der Kohlenstoff entweichen. Denn Tiere wie Bisons, Rentiere oder eben auch Mammuts fressen riesige Mengen an Pflanzen. Und das fördert das Wachstum des Steppengrases. Und dadurch würde tatsächlich weniger Permafrost tauen. Die Erklärung dazu, die hellen Gräser reflektieren das Sonnenlicht ähnlich wie ein Spiegel. Die Erde nimmt weniger Wärme auf. Ein genialer Plan und natürlich eine riesige Revolution in der Wissenschaft. Doch dazu muss ja erst einmal das Wollhaar-Mammut von den Toten auferstehen. Und davon ist das Projekt tatsächlich noch entfernt. Hinzu kommen mehr als 1 bis 2 moralische und ethische Bedenken. Kritiker sagen, die beteiligten Forschungsteams würden sich durch diese Pläne wie Gott aufspielen. Ist es auf der anderen Seite nicht eine Korrektur, wenn wir Menschen ausgestorbene Tiere zurückbringen, deren Ausrottung wir selbst zu verantworten haben? Wobei das gilt nicht für das Mammut. Andere Kritiker sprechen von Frankenstein-Methoden und wieder andere fordern, das investierte Geld besser zu nutzen, um noch lebende Arten zu schützen. Als mehr als fraglich jedenfalls bezeichnen einige andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Plan von George Church, langfristig ein wahrhaftiges Wollhaar-Mammut zu erschaffen.
Deutlich realistischer erscheint dagegen der erste Schritt dahin, ein Elefant mit einigen Merkmalen der eigentlichen ausgestorbenen Mammuts. Es wird also wirklich sehr spannend und auch ein bisschen spooky, wie ich finde. Ich halte euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, wenn ihr mir hier ein Abo aufs Auge drückt und nicht vergesst, mir einen auf die Glocke zu geben, denn nur dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter mit und dafür draufklicken, werden den Soldaten jetzt Realität auch eine beängstigende Perspektive. Bis dann. Bleibt dran.